Ja, hallo, willkommen München und ich will euch heute ein bisschen was über die Sprache des Immunsystems erzählen. Doch bevor wir dazu kommen, will ich mal ein bisschen Aufklärungsarbeit in Sachen, wie das Leben als Doktorand so ist. Ja, und zwar, ja, wurde ich mit vielen Vorurteilen konfrontiert, aber ja, eine ehemalige Mitbewohnerin hat ein ziemlich gemeines Vorurteil rausgebracht, als sie zu mir gesagt hat, krass, ich dachte immer, Doktoranden wären voll schlau und nerdy. Das bist du ja gar nicht. Und ich dachte, okay, danke dafür. Ja, die größte Angst meiner Eltern war, als ich sagte, dass ich Doktorand werde. Ja, die Schiss, dass ich ein verrückter Professor werden könnte, aber dafür gibt es eh nicht genug Professurenstellen da. Müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, und so sieht mein Arbeitsalltag in Wirklichkeit aus. Ich kriege Daten von kranken Patienten aus dem Krankenhaus, analysiere die mit teuren Maschinen und nach langer, langer, langer Zeit kann es mal passieren, dass ich auch zur Heilung von einer Krankheit beisteuern kann. Und das Ganze sieht im Detail ein bisschen so aus. Ich habe euch hier mal so einen Kreis der Wissenschaft mitgebracht, den ich euch heute ein bisschen durchführen will. Und das Ganze fängt meistens mit einer medizinischen Fragestellung an. Und dann gehen wir ins Labor, führen ein paar Experimente durch, werten die aus, kommen mit einer möglichen Antwort um die Ecke, versuchen die dann im Labor wiederum zu bestätigen und geben dann eine finale Antwort auf die Frage, nur um dann wieder mit einer neuen Frage um die Ecke zu kommen. Und meine medizinische Frage in meiner Doktorarbeit werde ich jetzt ein bisschen erklären. So, und zwar hatten wir die Hypothese, stellen wir mal vor, wir haben einen Patienten. Und weil wir hier in München sind und nicht in Köln, heißt der Patient heute mal Sepp. Und der Sepp, der ist ständig krank und er war auch schon beim Arzt und hat Blutbild machen lassen, aber sah alles komplett normal aus. Und dann hat der Sepp gesagt, ja, aber beim Auto könnt ihr da auch mal feststellen, was da kaputt ist. Im TÜV, da macht ihr da auch die Motorhaube auf und seht, was kaputt ist. Kann man sowas nicht für mein Abwehrsystem machen? Und da komme ich ins Spiel für meine Doktorarbeit, habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, wie man so ein TÜV fürs Abwehrsystem bauen könnte. So, und für unser Immunsystem oder für unseren Körper haben wir natürlich keine Motorhaube, die wir irgendwie aufmachen können. Aber das Gute ist, wir können eine Blutprobe nehmen bei Patienten, ohne dass das jetzt groß wehtut oder so. Und in den Blutproben haben wir nicht nur die weißen Blutkörperchen, weshalb es rot ist, sondern auch die weißen Blutkörperchen. Und die sind dafür zuständig, unseren Körper vor Gefahren zu beschützen. Und bei Rot und Weiß ist es direkt ein schöner Witz in Köln, weil das die Farben von Köln und auch vom Karneval sind. Ja, aber hier muss ich das, glaube ich, kurz erklären. Ja, das Erste, was mir nämlich in den Kopf kommt, wenn ich an Rot und Weiß denke, ist direkt der Kölner Karneval, wo wir uns immer wunderschön verkleiden. Oder wie hier zum Beispiel als der berühmteste Münchner bei uns in der Gegend, der Meister Eder mit seinem Pumuckl. Und wie ihr seht, kann man den Pumuckl vielleicht nutzen, um so ein rotes Blutköpfchen darzustellen. Aber für die Weißen braucht man natürlich ein paar andere Kostüme. Und deshalb will ich hier einen kleinen Applaus für die Avengers of Immunity. Ja. Unser Immunsystem können wir uns nämlich vorstellen wie so eine Superheldenbande. Und jede einzelne Zelle in unserem Körper hat eine ganz spezielle Superkraft. So hat zum Beispiel hier diese weiße Zelle so einen krassen Röntgenblick und kann damit alle Krankheitserreger erkennen, wie zum Beispiel das Bakterium hier. Und die anderen Zellen, die hören eher so zu und halten Wache. Aber sobald die weiße Zelle da Alarm schlägt, werden sie auch aktiviert. Und dann geht das Ganze über in einen unerbitterlichen Kampf. Und zum Glück gewinnen wir meistens diesen Kampf. Und genau, das nochmal zusammengefasst, sind quasi die unterschiedlichen Phasen, die so eine Immunantwort hat in unserem Körper. Und das ist also der Sollzustand, den wir in so einem TÜV auch testen müssen. Also geht's ab ins Labor. Jetzt muss ich mein Experiment auch mal planen. Jetzt ist die Frage, genau, wie könnte ich so einen TÜV im Labor aufbauen? So, um mein Immunsystem zu checken, kann ich einfach eine Blutprobe nehmen. Dann, wie ich eben gezeigt habe, muss ich da noch einen Krankheitserreger dran tun, um das zu aktivieren. Da kann ich Bakterien für nutzen. Und da es unterschiedliche Phasen gibt, muss ich das Ganze natürlich über Zeit messen. Und wie so ein guter Mechaniker beim TÜV, habe ich natürlich auch ein Werkzeug gebraucht. Und ganz logisch, das heißt bei mir natürlich Einzelzell-RNA-Sequenzierung. Ja. Aber ich schwöre euch, nach den nächsten 5 Minuten werdet ihr wissen, was das Ganze bedeutet. So, fangen wir mit dem ersten Wort an. Warum Einzelzell? Ich habe euch ja gesagt, dass jede einzelne Zelle eine super individuelle Supermacht hat. Deshalb müssen wir natürlich jede einzeln anschauen. Die sehen natürlich nicht so schön verkleidet aus, sondern eher so langweilig rund. Und jetzt gehe ich mit meinen Einzelzellen natürlich mal ins Labor. Und hier seht ihr, wie so ein typischer Versuch von mir ausgesehen hat. Und zwar habe ich da so einen kleinen Chip, der ist ungefähr halb so groß wie meine Hand. Und auf diesem Chip sind 80.000 mini kleine Kammern.
Und wenn ich jetzt meine Zellen nehme und die in eine Flüssigkeit aufteile und darüber tue, müsst ihr mir einfach glauben, dass nach Wahrscheinlichkeitsrechnung in jede dieser mini kleinen Kammern auch immer nur eine Zelle schön reinfällt. Jetzt haben wir also unsere Einzelzellen darin liegen. Nächster Begriff, RNA. Ja, nach der Pandemie, glaube ich, muss ich keinem mehr erklären, was RNA ist, weil wir es alle oder fast alle gespritzt bekommen haben. Denn RNA ist sowas wie eine Bauanleitung in unseren Zellen, die der Zelle sagt, welche Prozesse und welche Bausteine aktiviert werden müssen. Das heißt, wenn wir jetzt im Labor die RNA von einer Zelle messen, können wir genau ihren Aktivierungszustand messen und die Prozesse, die gerade in dieser Zelle sind, abmessen. So, das heißt, gehen wir zurück zu unseren Zellen hier in den Kammern. Da tue ich jetzt ein paar Chemikalien drauf, die werden aufgelöst, die RNA wird freigesetzt. Und dann kann ich schön mit so einer kleinen molekularen Angel die ganzen Bauanleitungen für jede einzelne Zelle hier rausfischen. Super einfach. Ja, und als nächsten Schritt müssen wir einfach ein bisschen Geld investieren. Denn die Sequenzierung ist einfach ein super teurer Prozess, der an riesigen Maschinen stattfindet und wo dann für jede einzelne Kammer, also für jede Zelle, nachgezählt wird, welche Bauanleitungen wir da drin haben und welche Prozesse gerade aktiv sind. So. Und damit gehe ich natürlich jetzt in meine Auswertung. So, ab an den Computer und ein bisschen Magie spielen lassen. Und da ihr euch vorstellen könnt, dass so eine riesen Excel-Tabelle natürlich schwer auszuwerten ist, musste ich das Ganze natürlich ein bisschen einfacher darstellen. Hier. Sieht natürlich super logisch aus, oder? Jeder einzelne Punkt auf diesem Diagramm mit den 80.000 Punkten stellt jetzt eine Zelle dar. Und mit unterschiedlichen Programmierungen und Algorithmen, die ich darüber habe laufen lassen, habe ich mir da unterschiedliche Sachen angeschaut. Aber für heute will ich es mal bei den Comics und bei den Superheldenbildern belassen, was ich denn jetzt wirklich daraus gefunden habe. Genau. Deshalb hier jetzt mal meine Ergebnisse von meinem TÜV ein bisschen vereinfacht dargestellt. Also, meine Hauptfrage war, welche Phasen finde ich denn überhaupt, wenn ich meinen TÜV jetzt hier laufen lasse? Und da habe ich im ersten Zeitpunkt gesehen, okay, wenn wir einfach nur so frisches Blut nehmen, sind alle unsere Zellen da und halten einfach Wache. Im zweiten Zeitpunkt, bäm, schlägt diese Zelle mit diesem Röntgenblick schon Alarm und alarmiert die anderen Zellen, die aber immer noch da sitzen und Wache halten. Und im nächsten Zeitpunkt, bäm, alle Zellen sind aktiviert. Und das war echt mein Heureka-Moment während meiner Doktorarbeit, weil ich damit schön zeigen konnte, dass genau wie in der Literatur beschrieben, ich in meinem TÜV so einen Sollzustand vom Immunsystem schön darstellen kann. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, schön und gut, dass du jetzt so einen Sollzustand darstellen kannst, aber wie sieht es denn mit deiner Bestätigung aus? Weil du musst ja jetzt auch schauen, ob man nicht nur einen Sollzustand darstellen kann, sondern auch eine Abweichung davon, also wenn jemand durch den TÜV fällt, darstellen kann. Und dafür habe ich das Ganze mal künstlich dargestellt, indem ich nicht nur Bakterien zu meinem Immunsystem gegeben habe, um sie zu aktivieren, sondern auch Antikörper. Und diese Antikörper könnt ihr euch, wenn wir wieder in die Comics überspringen, vorstellen, als würde man den Immunzellen, die nur Wache halten können, die Ohren verstopfen. Das heißt, diese weiße Zelle kann noch so sehr Alarm schlagen, die anderen Zellen können das Alarmsignal einfach nicht mehr hören. Das heißt, wenn mein TÜV jetzt ordentlich funktioniert, dürften die Zellen eigentlich nicht aktiviert werden. Und? Ja, was ich gesehen habe, ist auch, dass sie tatsächlich nicht aktiviert werden, wenn sie nicht aktiviert werden sollen. Und dass ich das Ganze dann auch schön in meinem TÜV darstellen kann. Das heißt, jetzt konnte ich wieder zurück zu meiner medizinischen Frage gehen und mir einen tatsächlichen Patienten nehmen und meinen TÜV daran testen. Und da konnte ich schön sehen, dass nach 4 Stunden, wenn bei dem Patienten ein Fehler im Immunsystem auftritt, die eine Zelle Alarm schlagen kann und Alarm schlagen kann, aber die anderen Nachbarzellen diese Alarmsignale nicht hören können und nicht aktiviert werden können. Das heißt, für meinen Sepp ganz konkret, der kann jetzt zum Arzt gehen, kann meinen Immun-TÜV durchführen lassen und der Doktor kann eventuell zu ihm sagen, yo Sepp, du bist durch den Immun-TÜV gefallen. Und jetzt müssen wir deine Immunzellen reparieren. Und da schließt sich der Kreis leider auch wieder, weil die Frage, wie man so eine Immunzelle reparieren kann, ist leider Stoff für einen weiteren Science Slam und wahrscheinlich auch für eine weitere Doktorarbeit, weil allein für diesen TÜV aufzubauen, habe ich ja schon 4 Jahre gebraucht und jetzt muss ich wer anders mit dieser unendlichen Geschichte befassen. Ja, und damit will ich euch danken für eure Aufmerksamkeit.